Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben jetzt noch, ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Spiele, also eine Aufnahme an dem Samstag und dann muss ich irgendwie die restlichen sechs Spiele am Sonntag spielen. Das werde ich irgendwie hinbekommen. Ich habe mir jetzt mal die Möglichkeiten angeguckt, um da ein Team für Neymar zu bauen. Entweder halt Brasilianer-Team oder Ligue A. Und ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, Moment, da hatte doch jemand ganz wenig Fitness. Sirigu. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass... Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass in der Ligue A logischerweise mehr interessante Spieler und Möglichkeiten sind als Brasilianer. Und es ist aber genau umgedreht. Es gibt einige Positionen in der Ligue A, die man nicht wirklich richtig geil besetzen kann, aber es gibt... In jeder Position, also für jede Position gibt es einen geilen Brasilianer, mindestens einen, wenn nicht noch mehr. Von daher werde ich mir definitiv ein Brasilianer-Team bauen, was ich sogar noch ein bisschen cooler finde als Ligue A, weil, wie gesagt, ich habe in FIFA 18 noch nie ein Brasilianer-Team gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in FIFA 17 mal gegen ein Brasilianer-Team gespielt habe. Es kann natürlich sein, aber wenn, dann war es halt ein oder zwei Mal, also super selten. Und aus diesem Grunde... Ja, freue ich mich auf dieses Brasilianer-Team, weil es dann einfach niemand anderes, also niemand anderes spielt ein Brasilianer-Team. Ich habe zumindest noch nie einen gesehen, der spielt. Und da gibt's echt coole Spieler, wo ich mich richtig drauf freue, die spielen zu können. Ich kann ja zumindest schon mal einen nennen, und zwar Stürmer, Inform Firmino, sehr geile Werte. Und Firmino mag ich auch, von daher, ja. Alter, kommt jetzt mal ein Spiel zustande? Ewigkeit habe ich nun nicht. Also, ja, wird auf jeden Fall geil, wird auf jeden Fall geil. Und wie gesagt, ich werde jetzt diese Weekend League noch zu Ende bringen und bis zur nächsten Weekend League halt alles verkaufen, was weg muss, damit ich mir dann das Brasilianer-Team leisten kann. Einzelpositionen sind auch recht teuer. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jeden Spieler, den ich gerne hätte, ob ich mir den schon leisten kann. Also es kann natürlich auch sein, dass ich da erstmal... noch nicht jeden Spieler, den ich gerne haben würde, mir leisten kann. Aber das macht ja nichts, dann hat man wenigstens was für später zum Aufbauen. Und dann schauen wir mal. Hat auch einen weiteren kleinen Futter in der Winterpause. Ich glaube, Brasilianer gibt es in fast jeder Liga. Also mit ein bisschen Glück kommen dann vielleicht auch weitere interessante Brasilianer. Schade. Und dann auch weitere interessante Brasilianer im Team der Woche. In Ligen, die halt noch spielen, die keine Winterpause haben. Schade, knapp. Aber immerhin die Ecke. So, jetzt mal wieder ein Tor nach einer Ecke, bitte. Haben wir echt ewig nicht mehr gehabt. Schön gemacht von Alaba. Ach ja, für Alaba wollte ich mir... Wollte ich mir Shadow besorgen, weil ich glaube, dass Shadow deutlich besser funktioniert. Knapp. Das war mal sehr interessant. Das ist rot. Das ist rot und es gibt kein Rot. Aber Hauptsache, ich bekomme halt rot. Bei solchen Aktionen. Das war halt von hinten rein. Das ist halt rot. Der scheint ziemlich hyperaggressiv zu sein. Da gab es einen Elfmeter-Foul. Natürlich auch nicht. Natürlich auch nicht gewertet, sehr schön. Also der Gegner hat ja gerade richtig krass Glück. Eigentlich muss hat ein Spieler weniger. Eigentlich hat es ja gerade Elfmeter gegeben. Oder hätte es hier geben müssen. Aber egal, konzentrieren wir uns. Wenn er weiter so spielt, dann sollte das ja gut für uns sein. Ja, ein bisschen hyperaggressiv auf jeden Fall. Hier Stellungsfehler. Oh nein! Rose! Was für ein Biest! Zweimal auf der Linie quasi gerettet. Krass.
Mein Gegner macht immer wieder Fehler im Aufbau, im Rausspielen. Also brauchen wir jetzt 1-0 jetzt. Das war nicht gut. Wiederstellungsfehler, ach, das war der Glück. Komm. Abgefälscht. Ecken wir schon hatten. FIFA 12 hätten wir schon 4 Tore oder so. Und Tolisso! Oh! Krasse Parade von Ederson. Meine Fresse, was ist denn hier los? Also hier könnte es auch schon 3-0 stehen. Oh, toll. Oh, lag doch bitte noch mehr. Und nochmal. Was wäre es jetzt gewesen, wenn der wieder ein Tor macht, ey? Nachdem wir hier die Riesenchancen haben. Das ist auch wieder gelb, hoffe ich mal. Gutes Stellungsspiel mit Kimmich. Zwei Grätschen nacheinander. Also wenn der ja nicht mal noch eine rote Karte bekommt, weiß ich auch nicht. Das war schon wieder ein Foul, was nicht gewertet wurde. Nice. Fuck, hätte direkt schießen sollen. Ich wollte den Ball noch annehmen. Das war dumm von mir, fuck. Glück macht der Gegner halt überhaupt nicht aus meinen Fehlern. Was mache ich denn? Komm! Oh. Gut gehalten. So, versuchen wir mal Origi ins Spiel zu bringen. Oder halt auch einfach nicht. Es gibt's gar nicht, wie der erste von Fehler macht. Vor allem Passfehler. Oh. Er war halt gerade, hat sich angedeutet, ich gehe mal in den Lauf und dann hat er es doch wieder sein lassen. Ärgerlich, wir müssten schon lange führen. Wir brauchen ganz schnell das Tor. Ich habe keinen Bock, dann irgendwie in der 90. so ein locker Dreckstor von ihm zu bekommen und das Spiel zu verlieren. Come on. Wir können schon locker 3-0 führen. Oder es könnte auch 4-1 stehen. Okay. Darf aber auch nicht versuchen, es zu erzwingen, sondern ich muss ein bisschen mit Verstand spielen, so wie jetzt halt.
Was, ey, was macht ihr da? Und wieso führe ich noch nicht? Na, endlich! Oh, wurde das aber auch Zeit. Und es ist Raphael. Den musste, also wenn er den nicht gemacht hätte, das wäre krass gewesen. Den musste er machen. Vorlage Gnabry. So, jetzt kann im schlimmsten Fall erstmal nur ein Unentschieden passieren. Man muss erstmal noch ein Tor schießen. Krass, 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 ey. Aber ich will jetzt logischerweise noch mehr Tore machen, damit er nicht hier mit einem Tor ins Unentschieden erzwingt. Schade. War der Gegner zuletzt dran? Ich glaube, ja. Das habe ich mir gedacht. Er hat uns nämlich gegen den Ball geschubst. Alter, da hat echt keinen Bock, oder? Ja, ich wollte eine Schusstäuschung machen zum Annehmen. Er macht es leider nicht. Oh, fuck. Unglaublich! Wieso spiele ich denn gegen so jemanden? Das ist ja mit Abstand der schlechteste Gegner in der Weekend League. Vielleicht sogar in komplett FIFA 18 Weekend League. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass der jetzt gerade einfach nur kein Bock hat oder besoffen ist oder irgendwas. Also, dass er eigentlich viel besser ist. Und jetzt aus irgendeinem Grund so schlecht ist. Das weiß man ja. Weiß man ja immer nicht. Und das war ein krasses Tor von Raphael. Einfach mal aus dem Stand quasi, aus dem Handgelenk. Aus dem Handgelenk, aus dem Fußgelenk, das Ding da reingeschossen. Ja, solche Tore erwarte ich von ihm einfach. Und die muss er ja logischerweise auch nicht immer machen. Aber wenn er solche Dinger raushaut, dann bleibt er auf jeden Fall. Und er hat jetzt schon deutlich mehr Tore, glaube ich, als Vorlagen. Glaube ich, erst eine Vorlage oder so. Aber gerade Vorlagen, gerade Tore erwarte ich auch von ihm, weil er einfach so krasse Abschlusswerte hat. Und jetzt sollte das Spiel eigentlich, vor allem wenn wir auch schon in der zweiten Hälfte sind, eigentlich sollte das Spiel jetzt durch sein. Vor allem, weil der Gegner ja nicht mal ansatzweise irgendwie anders spielt, sondern so schlecht bleibt, wie es aussieht. Oh, welche Überraschung. Abseits. Scheiße, man hat ja gar nicht gemerkt. Krass. Oh, nice. Okay, Raphael, ja, aber es war jetzt auch ein einfaches Tor. Schöner Dreierpack. Ist sogar ein Lupen, ist ein lupenreiner Hattrick? Ja, klar, wir haben ja erst in der zweiten Hälfte angefangen mit Toren. Lupenreiner Hattrick von Raphael. Nice. Ja, gut, dass er auch noch mal das Auge hatten, um da Raphael noch mal anzuspielen. Aber jetzt nicht mit Absicht gemacht, damit er noch ein Tor schießt, sondern weil er einfach besser positioniert war. Und ja, genauso wie es jetzt steht, so hätte es schon in der ersten Hälfte stehen können. Erste Mal, dass er was gut spielt, dann haut er einen Abschluss, den muss er eigentlich machen, vor allem mit Aguero. Stimmt, da hat er auch noch so ein krasses Team, ne? Schlechter Pass von Tolisso, aber noch schlechterer Pass vom Gegner. Er passt halt einfach immer nur irgendwie los und ja, wie hier jetzt, ohne sich gut auszurichten oder zu gucken, ob das Sinn macht und die kommen einfach so gut wie nie an. Wie geil! Und dann gibt es noch ein schönes Lackertor obendrauf. 4-0. Hat Origi die Vorlage gemacht? Könnte es sein. Oder hat Frachel die Vorlage? Keine Ahnung. Mal schauen. Ah, jetzt sehen wir es ja. Ach nee, Quatsch, es gibt keine Vorlage. Es sei denn, das zählt als Vorlage, weil Raphael zuletzt dran war. Dann müsste eine Vorlage von Raphael sein. Der war zumindest vorher dran.
Im echten Fußball zählt sowas als Vorlage, soweit ich weiß. Weil man ja nie genau sagen kann, ob er das gewollt hat oder nicht. Hier weiß es halt, die Programmierung weiß es halt, dass es nicht gewollt war. Man hat ja nicht auf Passen gedrückt, war halt ein Abpraller, aber im realen Fußball weiß man es halt nie so genau, ob es jetzt gewollt war oder nicht. Oder man kann es niemandem unterstellen, das war nicht gewollt. Und deswegen gibt es dann eigentlich bei sowas auch einen Scorerwert, also Scorerpunkt. Eine Vorlage, soweit ich weiß. Schade. Tolisso. Oh. Ich dachte, er zieht noch mal einen ab. Ha! Grätsche gemacht. Die ist nicht gehalten, geklappt. Wieder aufstehen, Ball. Ach, schade, ein Tick zu weit von Kimmich. War ein guter Pass. Also, der Moment der Passabgabe war gut. Ich hoffe, das zweite Spiel ist dann wieder so ein Gegner. Da hätte ich echt Bock drauf. Oh, einfach rüberlegen. Da steht halt einer komplett blank. Ah ja, will es halt abschließen und dann geht er nicht rein. Wäre schon geil, wenn wir das zu null schaffen hier. Ich habe jetzt auch ein paar Grätschen eingebastelt, weil er auch so aggressiv ist. Quasi als Revanche. Muss man jetzt nicht machen, aber mache ich eigentlich ganz gerne, wenn solche hyperaggressiven Spieler mich kaputt grätschen. Schade. Erste Tor Alaba! Oh nein, nicht erste Tor. Ach nee, Quatsch, er hat ja schon 11 Meter gehabt. Aber ich hatte gehofft, dass er jetzt eins aus dem Spiel heraus macht, aber es war nur Alu. Letzte. Diesmal macht das, dieser war aber nicht so schlau. Sehr geil. Nice! Das war aber echt, wie gesagt, schwächste Gegner in der Weekend League und vielleicht sogar der ganzen FIFA 18 Weekend League. Krass. Ja, natürlich 10er Bewertung. Tore 3, einmal Gnabry, Vorlagen. Zweimal Gnabry, einmal Goretzka. Also Gnabry macht auch einfach mal 3 Scorerpunkte wieder. Ach, ist knapp. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Zwei Spieler mit jeweils 10er Bewertung. Krass. Ich beraten hatte der Gegner 7. Das ist krass. Aber nice. 3 Scorer-Punkte in einem Spiel. Damit ist jetzt auf jeden Fall Raphael auf dem richtigen Weg, um fest verpflichtet zu werden. So möchte ich es mal nennen. Oder um seinen Vertrag verlängert zu bekommen. Gold 3 haben wir geschafft, ne? Sehr geil. Elf Spiele, 8 Scorerpunkte. Wir müssen mindestens 2 Spiele abziehen. Da hat er noch 9. Von daher, aber er hat halt erst eine Vorlage. Das ist schon auffällig. Ich glaube, Arangis hatte auch mehr Tore. Ich meine, wir können es nachgucken. Ich habe den ja noch. Goretzka, ich glaube, Vidal werde ich mir jetzt nicht erstmal holen können, wenn ich mir das Brasilianer-Team aufbaue. Das wird wahrscheinlich teuer genug sein. Aber ich gebe ihm trotzdem erstmal einen kleineren Vertrag. Man weiß ja nie. Vielleicht Tücher Vidal einfach auch. Das kann auch sein. So, was soll ich jetzt machen? Ah ja, ich wollte nochmal nachschauen, wie bei Arangis das Ganze war. Ja, er hat auch deutlich mehr Tore als Vorlagen, wie man sieht. Also fast. Es geht ja in Richtung doppelt so viele Tore wie Vorlagen, von daher scheint es normal zu sein. Für mein ZOM.
Und er hat auf jeden Fall einen besseren Abschluss, der Raphael. Er hat jetzt schon krasse Tore gemacht. Eieiei, das läuft gut. Die Macht ist eben doch mit mir und ich bin eins mit der Macht. Echt schade, dass diese Weekend League so ungünstig starten musste. Wieder mal einer, der anscheinend keinen Bock hat, auswärts zu spielen. Ach ja, mir fällt gerade ein, ich habe nachgeschaut und ich will Neymar mit Deadeye spielen. Maestro ist einfach sinnlos, weil halt man braucht keinen Dribbling bei ihm boosten. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich noch Deadeye habe. Ja. Schuss und Pass. Leider wird halt der Distanzschuss nur um 5 geboostet. Das heißt, er hat nur 85 auf Distanzschuss, aber er ist beidfüßig. Hat eine gute Schusskraft, hat 99 auf Abschluss und Stellungsspiel. Ich hoffe mal, dass es trotzdem passt. Ich werde ihn ja auch als LM spielen, deswegen braucht er halt auch eine gute, guten Passwert. Sein Distanzpass, sein langer Pass könnte noch ein Tick besser sein, aber man kann nicht alles haben. Okay, jetzt gehen anscheinend mal langsam die krassen Teams wieder los. Was ist denn das für 90er da im Sturm? Ach so, das ist eine Legende. Dembele, ja, 89er Modric, 87er Eriksen, schon ein schlechtes Team. Weiß ich jetzt nicht, ob das besser ist als meins. Ich meine, wir haben auch ein ziemlich gutes Team, gerade dieses Jahr, die Calcio. Vielleicht ähnlich gut. Klar, auf ein paar Positionen bin ich besser, auf ein paar ist er besser. Doppelsturm mit Sané und Hernandez, okay. Und wieder ein 4-3-1-2. So, konzentrieren. Ich möchte natürlich noch Gold 2 schaffen. Das sind 2 Siege. Und dann sind wir genauso gut wie letzte Woche mindestens. Ich habe auch nichts gegen Gold 1, aber erstmal. Ach, ich Idiot, hätte nochmal auf Brozovic spielen können. Das war nicht so schlau. Schön gemacht mit Sergej Milankovic irgendwas. Ich wollte wieder eine Schusstäuschung machen. Geht das nicht mehr? Kann man nicht mehr bei der Ballannahme die Schusstäuschung machen? Das kann natürlich sein. Weil ist das das Problem. Ich wollte wieder eine Schusstäuschung bei der Ballannahme machen und es hat nicht geklappt. Sehr krass von Rodriguez. Muss ich vielleicht mal irgendwann testen oder mir einfach merken, dass es nicht geht. Ach, schade, nicht weit genug nach rechts. Ah, die Schusstäuschung kam wieder ziemlich gut. Schade. Oh, wenn da zum Schuss kommt, wird's geil. Schön gemacht mit Khedira.
Stellungsfehler. Na also, oh, Icardi, den werde ich so vermissen. Den werde ich so vermissen. Der hat einen Abschluss, das ist unglaublich. Das war auf jeden Fall nur eine Halbchance aus der Drehung, er macht trotzdem rein. Ich meine, verdient, wir sind drückend überlegen bisher. Krass, krass, krass. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass ein Roberto Firmino in Form nicht wirklich schlechter sein wird. Vielleicht sogar noch besser, mal schauen. Sollte auf jeden Fall spritziger und schneller sein. Oh nein. Oh, zum Glück. Aber wie er da einfach wieder nur durchrennen konnte mit Sané, war vielleicht auch nicht optimal verteidigt, aber ich habe halt gedacht, ich komme hinterher. Sehr krasser Pass. Ich glaube, von Sergej war der. Schade. Ach, Alu, schade. Foul, okay, habe ich nicht mitbekommen. Nehme ich aber gerne mit. Ach, schade, wenn Brozovic den reinmacht, ist geil. Ist eigentlich. Ach, ich würde so gern schießen. Guckt euch die Werte an. Mann, 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 hat so geile Werte. Okay. Passt den Fichter einfach. Das ist ein Foul, aber okay. Oh, und er lackt, er lackt, er lackt. Er lackt zum Glück nicht genug. Oh, Brozovic hat dich verletzt. Den wollte ich natürlich nicht den Einwurf machen. Unverdient der Ausgleich, zumal halt der Einwurf wo ganz anders hingehen sollte, aber egal, der Gegner ist viel schlechter als wir und wir machen ja auch noch ein zweites Tor, hatten ja auch den Alu-Treffer etc. Was soll's? Ist natürlich unverdient, aber das weiß er auch. Schade. Komm, jetzt haben wir noch einen Treffer hier vor der Halbzeit. Schade, dass er jetzt hier den Ausgleich gemacht hat, aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt noch ein zweites Tor machen. Info Neymar, ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Krass, davon werde ich nachts träumen. Aber es fühlt sich nicht so krass an, weil ich glaube, es liegt daran, dass ich ihn nicht verkaufen kann und kein Spieler ist, den ich direkt in meine Teams reinbauen könnte. Wenn ich zum Beispiel einen
Den kann man so momentan nicht ziehen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre ein Inform Aubameyang, ein Inform Lewandowski, dann wäre es wahrscheinlich krasser gewesen. Oder, wenn's ne, oder wenn ich den Neymar gezogen hätte, den ich tauschen kann, aber es ist natürlich auch so mega krass. Wie gesagt, ich kann es noch nicht so richtig fassen, weil ich wirklich so viel Glück hatte. Aber irgendwann, wenn man fleißig spielt, irgendwann muss es ja mal passieren, dass man eine richtige Granate zieht. Nein! Oh, Glück gehabt, dass Perisic da steht. Doch, es scheint zu gehen mit der Schusstäuschung-Annahme. Ich wollte jetzt zwar gerade keine Schusstäuschung machen, aber es hat trotzdem geklappt. Das hat er leider gut gemacht und jetzt haben wir es gut gemacht mit Khedira. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen straffen hier. Och, danke Sirigu. Jetzt läuft es gerade richtig scheiße, ehrlich gesagt. Das war auch so nicht geplant. Alu hatten wir auch schon. Wir waren auch schon 300 Mal wieder am Ball und er kriegt trotzdem immer wieder den Scheißball vor die Füße. Oh nein! Und jetzt gibt er auch noch einen unverdienten Elfmeter. Was ist denn das wieder für ein Scheißlacker, ey? Meine Fresse! So ein Lacker, ey. Ich sehe es kommen, wir verlieren jetzt gegen ihn, obwohl wir hier da deutlich besser sind. Was sonst? Perisic ist mir eigentlich noch zu fit, als dass ich ihn jetzt direkt tauschen will. Ich überlege gerade, ob ich statt Icardi Neymar in den Sturm stelle und Icardi auswechsle für Alessandrini. Oh Gott, das ist natürlich crazy jetzt. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber wir brauchen halt ein Tor. Ich glaube, sogar erzeugen wir einfach mehr Torgefährlichkeit. So, jetzt ganz in Ruhe. Knapp. Oh, fast noch ein locker Tor. Krass. Komm jetzt.
Es hat sich gelohnt, Neymar in den Sturm zu stellen. Nice! Oh, und wir direkt, unser Verein verliebt ist. Er ist ganz frisch dabei und direkt schon, jetzt liebt er uns. Weil er weiß, dass wir ein Team um ihn herum aufbauen. Deswegen liebt er uns jetzt schon. Sehr geil. Genau so und nicht anders. Und jetzt werden wir noch das dritte machen mit Neymar. Och nein, oder er lackt sich einfach noch so eine Scheiße zusammen. So ein krasser Lacker, es ist unglaublich. Oh, tut das weh. Es ist, glaube ich, ein Innenverteidiger, der die Scheiße gebaut hat gerade. So ein Lacker, unglaublich. Was für ein Lacker, ey.